Richard, du bist ungewöhnlich pünktlich. Hm. Darf ich dir einen guten Freund aus England vorstellen? Edward Rochester. Edward, die gefürchtete Mrs. Harper? Eine Ehre, Ma'am. Und meine Stiefschwester Antoinette Cosway. Eine Freude, Sie kennenzulernen, Miss Cosway. Richard hat viel von Ihnen erzählt. Du bist genau das, was ihr fehlt, Edward. Wirst du sie fragen? Lieber Vater, alles ist gut und nach deinen Wünschen und Plänen verlaufen. Ich werde Mr. Masons Stieftochter zur Frau nehmen. Dafür bekomme ich 30.000 Pfund, ohne Fragen und Bedingungen. Mein Liebling. Dieser Umstand ermöglicht mir, dir oder meinem Bruder, den Sohn, den du liebst, nie eine Schande zu machen. Keine Bettelbriefe, keine armseligen Bitten, keines der verstohlenen, schäbigen Manöver eines jüngeren Sohnes. Wer bist du? Mein Name ist Cosway, Sir. So hieß auch Ihre Frau, Daniel Cosway. Ihr Vater war auch mein Vater. Ich stamme aber von einer anderen Lady. Was willst du hier? Ihnen helfen, Sir. Denn ich fürchte, dass Sie übers Ohr gehauen wurden. Es ist eine böse Familie von Sklavenhaltern. Aber das Böse ist nicht das Schlimmste. Es kommt der Wahnsinn hinzu.